eine winzige Unachtsamkeit, nicht weit davon belangt. Nein, im Ernst, Kelly. Lass uns die beiden jetzt einmal allein verfolgen. Ellie reagiert immer sehr emotional, wenn es ihre Tante betrifft. Sie kann sonst noch alles kaputt machen, wenn sie diesen Kerl sieht und überreagiert. Im Augenblick verschwendete Ellie allerdings keinen Gedanken an ihre Tante Patricia. Sie und John Weaver, der Zeitungsreporter, der nach seiner Entführung durch Stanley Phillips immer noch mit Gedächtnislücken zu kämpfen hatte, hatten sich am Haupteingang des Pier-Aquariums postiert, falls Phillips auftauchen und versuchen wollte zu entwischen. Dann hatte eine Frau Mr. Weaver angesprochen, die behauptete, von ihm vor kurzem interviewt worden zu sein. Leider konnte sich Mr. Weaver überhaupt nicht mehr daran erinnern. Hampton. Olivia Hampton. Mrs. Hampton, ich habe Sie als interviewt. Ja, allerdings. Vor etwa 2 Wochen. Und Sie sagten, dabei ging es um... Um die Geschichte bei Wellstone, ja. Aber, entschuldigen Sie, ich meine, Sie haben sicher mit vielen Menschen täglich zu tun.